Es gibt Menschen, deren Flucht führt bis ins Ausbildungszentrum von Porsche. Mit anderen Worten, ins schwäbische Paradies. Für die 13 Flüchtlinge, die hier an einem Integrationsprogramm teilnehmen, ist es wie ein Sechser im Lotto. Ein halbes Jahr in der Kaderschmiede eines Luxussportwagenherstellers. Mehr geht nicht im Wirtschaftswunderland Deutschland. Selbst ihr heutiger Ansprechpartner ist eine Legende. Guten Morgen. Guten Morgen. Warte, es war nix. Warte, gleich noch wiederholen. So, guten Morgen. Guten Morgen. Bei Porsche begrüßt der Betriebsratschef und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende die Neulinge persönlich. Super, bei dir? Servus. Wir werden helfen, dass ihr jetzt eine Ausbildung macht, dass ihr ausbildungsfähig seid. Aber dann erwarte ich, dass ihr das auch macht. Warum? Weil in Deutschland das Trikot schwitzt nicht von alleine. Das Trikot, also, das schwitzt nicht von allein. Du musst schon was tun. Ja, klar. Schaffe. Ja? Schaffe. Schaffe ist schon mal sehr gut. 9 junge Männer und 4 Frauen aus 6 Nationen. Alle träumen von einem Job bei Porsche und alle haben einen weiten Weg hinter sich. Zwischen Heimat und Neuanfang liegen bei einigen fast 5000 Kilometer. Also, ich bin Mekonnen, ich komme aus Eritrea, in eine kleine Stadt, er heißt Dwarwa. Und ich arbeite mit meinem Papa, in einem Garten. Und ich habe geflüchtet, alleine seit 3 Jahren. Ich dauert 1 Jahr unterwegs. Also ich bin schon 2 Jahre in Deutschland. Und dann hoffe ich, ab September anfange ich eine Ausbildung. Betriebsratsboss Hück ist für die Flüchtlinge Leitwolf und Vorbild in einer Person. Von ganz unten nach ganz oben. Damit kennt er sich aus. Ich war 14 Jahre in Kindheim. Meine Eltern waren schon verstorben, da war ich 2 Jahre alt. Mir ist auch gesagt worden, aus dem kann nichts werden. Heute bin ich Chef. Mich interessiert nicht, wie du aussiehst, wo du herkommst. Mich interessiert es, ob du anständig bist. Ob du ein gutes Herz hast, guten Charakter hast. Einverstanden? Ja. Einverstanden. Versprochen, ja? Auf dich? Du machst es? Vertrag? Schaffst du es? Ja. Versprochen? Ja. Versprochen? Versprochen. Profitieren sollen am Ende schließlich beide Seiten. Wir wollen die Leute fit machen für einen Handwerkberuf. Wir wollen sie fit machen für den Mittelstand. Da wird gerade die Fachkräftemangel, ist gerade im Handwerk ganz, ganz groß. Und da müssen wir darauf achten, dass keiner mehr bereit ist, in den Handwerk hineinzugehen, weil man Akademiker trifft haben. Also auf Deutsch gesagt, jeder möchte Ingenieur werden. Wir brauchen keinen Bachelor, wenn einer Taxifahren tut. Begonnen hat der Schnupperkurs der Flüchtlinge im März. Parallel zum deutschen Sprach- und Kulturunterricht durchlaufen sie seitdem alle Gewerke des Konzerns. Heute ist die Sattlerei dran. Fahrzeuginnenausstatter nennt sich der dazugehörige Ausbildungsberuf. Wer nähen kann, ist hier klar im Vorteil. Mich interessiert, als Sattler zu arbeiten, weil diesem Arbeit, denke ich, nicht jeder kann das machen und man muss mit dem Hand das machen, weil mit Maschinen das geht nicht, weil zu knapp ist. Ich mag das alles nähen und ich möchte Ausbildung machen bei Sattlerei. Ich habe aber das Erfahrung von meiner Familie, von meiner Mutter. Meine Mutter kann das nähen oder so. Arezzo kommt aus der iranischen Hauptstadt Teheran. Die ehemalige Juristin ist alleinerziehende Mutter eines Jungen. Ihre neue Chance macht beide glücklich. Wenn ich von hier nach Hause gehe, Shayan, mein Sohn heißt Shayan, fragt mich, Mama, wie war dort? Bitte erzählst du. Und dann ich erzähle. Und dann freut sie immer. Nimm mir ihn an und sag, Mama, ich freue mich vor dich. Du mach Praktikum bei Porsche. Am Abend geht es für Mekonnen und Kuflom zurück in die Flüchtlingsunterkunft. Beide haben bereits einen gültigen Aufenthaltstitel. Entsprechend gut ist die Laune im Mehrbettzimmer der Praktikanten. Das ist mein Bett. Ich wohne hier mit meinen Freunden, 4 andere Leute von meinem Land. Es ist ganz gut und die sind sehr nette Freunde. Und dann
ich habe so viele Hausaufgaben von der Schule. Ich muss schreiben den Bericht oder Hausaufgabe, die schreiben etwas von der Sprachschule. So, deswegen ich brauche ganz ruhig sein. Aber die sind meine Mitbewohner sind sehr nett und vor Wochenende, vor Party, sehr, sehr nett. Dass ihn das Bundesamt für Migration als Flüchtling anerkannt hat, kann er immer noch nicht fassen. Es gibt so viele Papiere von Deutschland. Immer Termine. Das war der erste Papier. Das ist meine Reisepass, mein erster und teuerster und wichtiger Reisepass. Ich bin anerkannt als deutschen Bewohner. Das bedeutet wirklich, wirklich wichtig und gute Sache für mich. Und ich bin sehr glücklich. Das freut mich. Ich danke meinem Gott immer, der Deutschen auch, wirklich. Zurück ins Ausbildungszentrum. 30 Millionen hat der Neubau gekostet. Mittendrin ein Übungsobjekt im Wert von 800.000 Euro. Ein Porsche 918 Spyder. Betriebsratschef Hück hat als gelernter Autolackierer im Unternehmen angefangen. Heute sitzt er im Aufsichtsrat. Wer einmal bei Porsche ist, will nicht mehr weg. Die Fluktuation der Mitarbeiter liegt bei unter 1%. Alles klar bei dir? Ja, passt alles. Bist du zufrieden? Ja. Bist du zufrieden? Alles klar. Perfekt, ja. Warum sind die Autos dreckig? Warum? Warum sind der ist noch nicht gewaschen, der macht noch ein paar Probleme. Da muss man euch helfen. Wo ist denn der Chef hier? Keine Ahnung. So weit seid ihr schon, dass ihr selber die Chef seid. Sehr gut. Kollege, du musst was drunter tun, du machst deine Knie kaputt. Gib mir mal bitte mal so Knieschoner. Ja, hier. Du machst deine Knie kaputt, Herr Kollege. Du bist der Beste. Ne, das meine ich ehrlich so. Also ich komme in einer halben Stunde vorbei, ich hoffe, das ist fertig. Ne? Ja, ist es so in Ordnung? Du musst ja sagen. Komm in einer halben Stunde. Alles passt. Ja, also siehst du. Dann haben wir zwei Autos fertig. Ey, das ist die richtige Einstellung. Ey, du wirst irgendwann mal Chef. Nicht alle werden nach dem Integrationskurs auch einen Ausbildungsvertrag bei Porsche bekommen. Doch der Wille ist bei allen gleich groß. In Pakistan sieht man nicht sehr viele Porsche-Autos. Aber hier in Deutschland, ich bin hier im Ausbildungszentrum, ich habe gesehen, in Millionen Euro, wir haben sehr moderne und latest Auto hier für Lernen, für Aufschrauben. Kuflom interessiert sich vor allem für den Karosseriebau. Ich habe das gebaut, aber das war mein erstes Projekt. Und es war ein bisschen schwierig, aber die Leute sind sehr freundlich und die helfen mir. Und das war gut. Pi mal Daumen gibt es hier nicht. Präzision und deutsche Gründlichkeit haben hier oberste Priorität. Sehr, sehr wichtig. Das ist wichtige Qualität. Es geht nicht mit 1 Millimeter oder 2 Millimeter. Das ist kaputt gegangen. Das geht nicht. Aber wichtig, wichtig, sehr, sehr Qualität. Nach der Arbeit haben Mekonen und Kuflom noch einen wichtigen Termin. Eine Wohnungsbesichtigung in der Stuttgarter Fasanenhofstraße. Ihr erster Versuch, eigenständig zu leben. Hallo. 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 Herzlich willkommen. Kommt rein. Das hier ist jetzt das große Zimmer. Das sind 30 Quadratmeter inklusive dem Balkon. Dieses Zimmer kostet jetzt mit dem Balkon zusammen 399 Euro. Schöne Aussichten, soweit das Auge reicht. Das ist der Weg zu dem Europaplatz. Und da gibt es dann Bank, dann gibt es ein schönes Café noch und es gibt Ärzte. Und ja, eigentlich so eine ganz kleine Stadt ist das da noch. Gut, ich finde es sehr, sehr gut. Und draußen auch sehr, sehr Ruhe und dann gemütliche. Und dann die Frauen auch. Die Frau auch. Nein, ich ziehe nicht mit nett. Ein. Nein, das ist sehr nett. Sehr also, das freue ich mich denn. Kofler, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Makonnen, ja, schön. Ja, gerne. Okay. Kuflom ist inzwischen in das große Zimmer eingezogen. Mekonnen sucht weiter. Ein paar Wochen später wird es sportlich. Der Betriebsratschef hat seine Klasse zur Körperertüchtigung geladen. So. Wer will Sparring machen? Servus, servus. Hück hat eine Stiftung gegründet, um benachteiligte Jugendliche zu unterstützen. Dazu passen jetzt auch die Flüchtlinge. So, jetzt gehen wir mal rein. Für die meisten ist es der erste Besuch im Sportzentrum. Hello, hello.
Beim Thai-Boxen sollen die Praktikanten lernen, sich durchzuboxen. In ihrem neuen Leben und in ihrem neuen Job. Was ihr lernen müsst, ist, wenn ihr hingefallen seid, wieder aufzustehen. Was ihr lernen müsst, ist, wenn du dich nicht anstrengst, kommt nichts. Das Trikot schwitzt nicht von allein. Die alte Devise ihres Mentors kommt gut an. Und Spaß macht sie auch. Endlich mal. Die Jugendlichen, die zu mir kommen, haben ja was erlebt. Sie haben was erlebt, dass die Gesellschaft sie in keinster Weise aufnimmt. Sie werden nach außen gedrängt. Und ich will, dass sie sagen, nein, das lasse ich nicht zu. Ich komme zu der Gesellschaft zurück. Und das lernen sie bei mir. 5 Monate ihres Integrationsprogramms haben sie jetzt hinter sich. Alle haben sich durchgekämpft. An der Seite von Porsche Papa Hück. Wir wollen euch so behandeln, wie wir unsere eigenen Kinder behandeln. Ja? Ist das klar? Ist das klar? Ja. Und zum Schluss sage ich euch eins. Ich bin einfach stolz auf euch. Macht weiter so. Ciao. Und dann ist er da. Der Tag der Entscheidung in Zuffenhausen. Heute erfahren die Teilnehmer, ob sie bleiben oder gehen müssen. Ob ihre Integration in den deutschen Arbeitsmarkt geglückt ist. Ich bekomme jetzt den Bescheid, ob ich einen Arbeitsplatz bekomme oder nicht. Und ich bin ein bisschen nervös, ja. Die letzten Meter einer Flucht. Am Ziel wartet der Personalleiter. Hallo. Guten Tag. Herr Irgan, einen guten Tag. Max Unterberg, Firma Porsche. Ich möchte mich heute mit Ihnen unterhalten, wie es weitergeht nach dem Integrationsprogramm. Wir takten hoch, das heißt, wir bauen jetzt noch mehr Fahrzeuge nach dem Betriebsurlaub. Und wir planen auch, Sie einzustellen. Traumjob, eben für die Deutschen, alle die Männer in Deutschland. Kuflom kann es kaum fassen. Und so richtig glauben kann er es auch nicht. Ich bin selbstständig und Arbeiter in Porsche. Sie sind dann, genau, Sie sind Mitarbeiter bei Porsche dann. Oh mein Gott. Als nächstes ist Arezzo dran. Die alleinerziehende Mutter, die endlich ihr eigenes Geld verdienen will. Ich bin aufgeregt. Ich hoffe, alles geht gut. Ja. In wenigen Minuten wird sie wissen, ob es weitergeht. Hallo. Guten Tag, Frau Jalali. Markus Unterberg, mein Name. Bitte nehmen Sie Platz. Auch diesmal hat Markus Unterberg gute Nachrichten zu verkünden. Im August, September werde ich Ihnen, so wie es damit aussieht, eine Stelle anbieten können in der Werklogistik als Logistikerin. Vielen Dank. Das entsprechende Danke. Integrationsjahr. Danke schon. Tränen der Erleichterung. Arezzo hat es geschafft, trotz der Hindernisse. Es kommt von meinem Gefühl, ich freue mich sehr, weil ich weiß, meine Situation war nicht so einfach. Und das ist ein großes Glück für mich. Und alleinerziehende Mutter sind Sie auch? Ja, genau. Mhm. Wie alt ist Ihr Sohn? Mein Sohn ist 9 Jahre alt. Ah, okay. Schreien, ich denke, geht oben und freut sich und ganz mir in den Arm nimmt. Ja. Mein Sohn ist sehr freut sich. Ich habe schon bis jetzt auch gemacht. Gut, alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Bis bald, Frau Jalali. Danke schön. Danke. Auch Mekonen bekommt eine positive Antwort. Sein nächster Wunsch? Eine Familie gründen. Insgesamt 7 Teilnehmer haben am Ende des Kurses einen Arbeitsvertrag bekommen. Damit hat zumindest Porsche bewiesen, wir schaffen das.